auf zum Partnerschaftsrennen der Gemeinden Iffezheim und Hoppegarten. Die Kandidaten sind sehr gut abgekommen und unter Applaus geht es einmal um die Bahn herum für die Kandidaten. Perfect Sun, King's Messenger, Making Strides. Die vorderen drei Pferde dahinter Polish Volcano vor Santinus und Nunzio. So biegt das Sextett jetzt in den Logierhausbogen ein. Die Spitze bei Perfect Sun, das Höchstgewicht mit Josef Boyko, ist voraus vor Making Strides, dem Leichtgewicht. Dahinter dann sehen wir King's Messenger vor Polish Volcano in zweiter Spur galoppieren vor Ennen, flankiert von Santinos, und Nunzio hat die rote Laterne. Das Feld ist in guter Fahrt in Ausgangs des Logierhausbogens unterwegs und doch 8-9 Längen vom ersten bis zum letzten. Und das erste Pferd ist Perfect Sun. Perfect Sun, an dessen Gurten rückt jetzt hier Making Strides. Dann eine Lücke von 4-5 Längen bis zu King's Messenger. Dahinter sehen wir dann an vierter Position Polish Volcano in zweiter Spur, innen flankiert von Santinos in den Westminster-Farben. Dann zweiter Längenabstand bis zu Nunzio als Schlusslicht. Die Pferde haben die 1600 Meter Marke passiert, sind in Höhe des Hoppegartenschildes unterwegs und jetzt rückt das Feld ein bisschen dichter zusammen. Die Spitze hat aber Perfect Sun noch nicht abgegeben. Perfect Sun mit einer Länge vor Making Strides, dann zwei Längenabstand bis zu King's Messenger in zweiter Spur in dritter Position vor Santinos. Der hat den Platz verbessert. Dahinter Polish Volcano an vorletzter Stelle und letzter ist unverändert Nunzio. Aber nur noch 6 Längen vom ersten bis zum letzten, so sind die Pferde in der Gegenseite unterwegs. Perfect Sun und Josef Boyko haben die Spitze. Perfect Sun ist voraus mit 1,5 Längen vor Making Strides. Da muss Philipp Minarek schon ein bisschen mit der Arbeit beginnen. Santinos ist aufgerückt und außen auch King's Messenger. Polish Volcano ist dran. Letztes Pferd mit Anschluss ist Nunzio. Die Pferde haben den Dahlwitzer Bogen erreicht. Die Pferde biegen ein. Perfect Sun vor Making Strides. Santinos an der dritten Stelle. Dahinter King's Messenger vor Polish Volcano und letztes Pferd ist Nunzio. So hat das Sextett den Scheitel des Dahlwitzer Bogens durchschritten und kommt jetzt in die Zielgerade hinein. Unverändert flotte Fahrt und voraus ist Perfect Sun. Perfect Sun, der unveränderte Angreifer, ist Making Strides. Dahinter dann Santinos an der Innenseite mit King's Messenger und außen macht sich anders stark auf Nunzio auf den Weg nach vorne. Die 400 Meter Marke ist passiert. Perfect Sun. Perfect Sun und außen kommt Nunzio. Dahinter sehen wir auch Polish Volcano und Santinos. Vorne aber an der 300 Meter Marke vorbei ist Nunzio voraus. Nunzio und jetzt kommt auch Polish Volcano ins Rollen. Vorne ist Nunzio. Nunzio für Polish Volcano. Dann King's Messenger auf die 100 Meter Marke zu. Polish Volcano im Kampf mit Nunzio. Nunzio oder Polish Volcano? Polish Volcano vor Nunzio. Polish Volcano bleibt ungeschlagen in Hoppegarten. Polish Volcano gewinnt vor Nunzio. Dann King's Messenger vor Santinos. Dann Making Strides und letzter Perfect Sun. Einlauf hier im